Der bekannteste Felsen der Welt. Bond. James Bond. Roger Moore kämpfte hier 1974 gegen den Mann mit dem goldenen Colt. Heute sind es die Touristen, die in dieser Traumlandschaft Entspannung und das Abenteuer suchen. Thailand. Tatsächlich ein Paradies. Der majestätische Walhai lebt hier, der größte Fisch der Welt. Die Korallenriffe Thailands zählen zu den schönsten Unterwasserlandschaften der Erde. Noch. Denn nur wenige Kilometer weiter in der Phang Nga Bay sieht es so aus. Abgebrochene Korallen, zerstört durch Taucher- und Fischernetze. Kahlschlag auf dem Meeresgrund. Nur eine der Folgen des ungezügelten Tourismus in Thailand. Inseln unter Palmen. Viele Millionen Menschen kommen Jahr für Jahr nach Thailand, gerade auch aus Deutschland. Thailand, am anderen Ende der Welt, 9000 Kilometer von Deutschland entfernt, etwa 10 Flugstunden. Am 26. Dezember 2004 gegen 10 Uhr morgens war es jäh zu Ende mit den Urlaubsträumen. Nach einem Seebeben rasen mehrere gigantische Tsunamiwellen über die Küsten der Insel Phuket. 8000 Menschen starben in den Fluten. Einheimische wie Touristen. Urlauber filmten das Chaos mit ihren Videokameras. Sechs Jahre später fahren wir in den Südwesten Thailands nach Phuket. Uns interessiert, hat man in Thailand gelernt aus der Katastrophe? Die erste Station unserer Reise ist der weltbekannte Patong-Strand. Hier hat sich scheinbar nichts verändert. Jederzeit könnte der nächste Tsunami den Traumstrand überrollen. Davon ahnen die vielen Touristen nichts. Gemeinsam mit dem Meeresbiologen Robert Hofrichter wollen wir herausfinden, was die thailändischen Behörden gegen die Tsunami-Gefahr unternommen haben. Wir sehen Schilder und Lautsprechertürme, mit denen die Touristen vor herankommenden Tsunamiwellen gewarnt werden sollen. Doch was ist mit den Hotelanlagen? Nach der Katastrophe hatte die thailändische Regierung einen maßvollen Wiederaufbau versprochen. Wenige Hotels sollte es geben in den vom Tsunami bedrohten Gebieten wie dem Patong-Strand. Heute, nur wenige Jahre später, scheint dieses Versprechen vergessen. Hochbetrieb in den Bars und Kneipen hinter der Strandpromenade. Und überall auf Phuket werden neue Hotels gebaut. Noch mehr Touristen sollen kommen. Die meisten der neuen oder der wieder aufgebauten Hotelanlagen liegen in unmittelbarer Strandnähe und sind damit in der Gefahrenzone. Doch die Tsunami-Gefahr scheint den Touristen am Pool dieses Hotels 3 Kilometer weiter egal zu sein. Genauso wie der Müll, der sich hinter der Ferienanlage auftürmt. Auf Phuket untersucht der Meeresbiologe Robert Hofrichter solche Folgen des Massentourismus. 2005, gerade mal ein Jahr nach dem Tsunami, forderte sogar die offizielle Handelskammer der Insel eine langfristige, nachhaltige Entwicklungsstrategie für den Tourismus. Davon geblieben ist nichts. Phuket wurde vollständig vom Tourismus verschluckt, wurde touristisch erschlossen und erinnert also nicht mehr an dieses ursprüngliche schöne Land des Lächelns, wie man sich das so vorstellt. Es wurden Küsten, aber auch das Landesinnere vollständig verbaut.
Man findet kaum noch natürliche Lebensräume, es ist die Artenvielfalt zurückgegangen. Aber es gibt auch Probleme mit dem Müll, mit dem Abwasser. Die Abwässer gelangen ungeklärt im Meer größtenteils. Und das macht sich bemerkbar an der Unterwasserwelt. Die Korallenriffe gehen zugrunde. Stimmt das? In welchem Zustand sind die Korallenriffe vor der Insel Phuket? Wir fahren nach Koh Raja, einer Inselgruppe 2 Bootsstunden südlich von Phuket. Mit uns sind 12 weiterer Taucher an Bord. Die Riffe vor Koh Raja sind weltberühmt. Entsprechend überlaufen sind die Tauchplätze dort. Wir sind nicht die Einzigen, die heute hier tauchen wollen. Korallenriffe mit ihren Bewohnern sind nicht nur beliebte Ziele für die Tauchtouristen. Die Riffe sind auch natürliche Wellenbrecher vor den Küsten und spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Inseln vor der Gewalt der Tsunami-Wellen. Auf den ersten Blick erscheinen uns die Riffe bei Koh Raja halbwegs intakt. Ein Leopardenhai bis zu 3 Meter lang auf der Jagd nach Beute, die das Korallenriff bietet. Für den Menschen ist der Hai ungefährlich. Genau wie die riesigen Manta-Rochen. Sie ernähren sich von Plankton, winzigen Organismen, die es hier in großen Mengen gibt. Tauchen weiter am Riff entlang. Die intakte Unterwasserwelt endet schnell. Wir finden Bauschutt und Müll. Vom ursprünglichen Korallenriff ist nicht mehr viel übrig. Überall entdecken wir zerstörte Korallen, abgebrochen durch Taucher oder durch Fischernetze. Wie hat sich das Korallenriff im Lauf der Jahre verändert, fragen wir unsere Tauchbegleiterin. Ich denke, dass der Fischbestand massiv abgenommen hat, vor allem hier auf Raja. Ich denke auch, dass das Meer hier systematisch leer gefischt wird. Man sieht ab und zu Tage, wir sind wirklich extrem viele Boote draußen mit Schleppnetzen. Und ja, ist wirklich wenig mehr da. Auf der Rückfahrt nach Phuket sehen wir sie, die Fischtrawler. Manche kommen von weit her, wie dieser Trawler aus Birma. Die Fischer zerstören mit ihren engmaschigen Schleppnetzen großflächig die Korallenriffe. Die Nachfrage nach frischem Fisch, der im Hafen von Chalong ankommt, ist riesig auf Phuket. Der Fang landet in den zahllosen Restaurants der Insel. Was sich nicht verkaufen lässt, der sogenannte Beifang, wird aussortiert und weggeworfen. Man sieht, dass sich im Beifang sehr viele kleine Fische befinden, noch nicht ausgewachsene Fische. Und das sind zugleich Fische, die sich noch nicht vermehren konnten. Die entnimmt man aus dem Ökosystem als Beifang. Und natürlich geht das auch dem Ökosystem ab. Das heißt, die größeren, wirtschaftlich wichtigen Fische haben weniger Nahrung. Und das hat durchaus eine ökologische Bedeutung.
Doch der Fischfang mit den Schleppnetzen ist nicht das einzige Problem. Bilder von einer Polizeirazzia, die ein örtliches Fernsehteam gedreht hat. Die Beamten haben ein Fischerboot gestoppt und zum Hafen eskortiert. An Bord jede Menge abgeschnittene Korallenstücke. Und Plastiktüten mit tropischen Fischen, illegal gefangen im Korallenriff. Mit giftigem Cyankali haben die Fischer die Tiere betäubt und dann eingesammelt. Die meisten der farbenprächtigen Fische überleben dies nicht. Den Rest verkaufen die Hintermänner an Zoohandlungen in Europa und Übersee. Detaillierte Bestelllisten beschlagnahmen die Beamten noch an Bord des Fischerbootes. Zigtausende tropischer Fische aus Thailand landen auf diese Weise in den Aquarien von Fischliebhabern, auch in Deutschland. Wir sind weitergefahren, quer über die Fangngabe. In Krabi besuchen wir das Fisheries Research Center. Hier will man aufklären. In Becken können die Schulkinder die Schönheit der tropischen Fische bewundern. Die Thailänder selbst wissen immer noch viel zu wenig über die Bedeutung der Korallenriffe, sagt Khon Pai Bon. Er leitet das Zentrum, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert. Für ihn ist wichtig, dass die Besucher den Zusammenhang zwischen gesunden Korallenriffen und dem Schutz der Küste begreifen. Hierher kommen viele Schulkinder, sagt er. Wir können ihnen zeigen, wie das Leben in den Riffen funktioniert, wie das alles zusammenhängt. Ich glaube, was die Umwelteinflüsse betrifft, die Hauptgefahr für die Korallenriffe geht von den Eingriffen durch den Menschen aus. Das sehen wir eindrucksvoll in der Fangngabe. Eigentlich darf hier in der Nähe der Küste nicht gefischt werden, so will es das Gesetz. Trotzdem finden wir überall auf dem Meeresgrund zerrissene Fischernetze und verwüstete Korallenstücke. Stück für Stück stirbt das Riff und damit der wichtigste Schutzwall. Dem nächsten Tsunami ist das Land dann wieder schutzlos ausgesetzt. Viele verschiedene Fische finden wir nur noch in der Nähe von Schiffswracks. Hier können die Trawler ihre Schleppnetze nicht über den Meeresgrund ziehen. So wird dieses versunkene Fährschiff zum letzten Refugium für die Bewohner des Korallenriffs. Bilder, die wir nur noch in der Nähe von Wracks auf dem Meeresgrund zu sehen bekommen. Mit dem für Thailand typischen Longtail-Boot geht es zu einer Insel, auf der die Einheimischen wohnen. Das ursprüngliche Leben in Thailand sollen die Besucher hier kennenlernen. So zumindest steht es im Reiseprospekt. Doch die Insel mit den kleinen Holzhütten in der malerischen Felskulisse erweist sich als riesiger Souvenirshop. Hier gibt es alles, was es anderswo auch gibt. Für die Andenken aus dem Meer, wie diese ausgestopften Fische, werden die Korallenriffe regelrecht geplündert, weiß der Meeresbiologe Robert Hofrichter. Ein Igelfisch, die blasen sich auf, so wie die Kugelfische auch, wenn sie in Todesangst bzw. Not sind.
Und man kann sie dann so austrocknen auf diese Art als Souvenir für Touristen. Ist natürlich keine feine Sache. Und sowas sollte man auch nicht kaufen. Massentourismus in Thailand. Vor allem im Winter zählt das Land zu den Lieblingszielen der Deutschen. Thailand ist günstig. Für wenig Geld gibt es Sonne und ein künstliches Ferienparadies. Quadfahren durch den Dschungel inklusive. Und eine Elefantenshow. Früher wurden diese Tiere als Arbeitselefanten etwa zum Holztransport eingesetzt. Heute machen sie Kunststücke für die Touristen. Verkauft wird die Show als Einblick in den Alltag der Bevölkerung auf den Inseln Thailands. In Wirklichkeit ist das, was hier geboten wird, schlicht Tierquälerei. Von der sogenannten einheimischen Insel fahren wir weiter zum letzten Ziel, dem Höhepunkt unseres Ausfluges. Diesen Felsen kennen fast alle Touristen. Und obwohl nur eine Szene aus dem Film Der Mann mit dem goldenen Colt hier gedreht wurde und der Rest anderswo, heißt die Insel heute James Bond Island. Sich einmal wie Roger Moore zu fühlen oder sich zumindest in der Filmkulisse fotografieren, bevor es dann weiter zum Souvenirstand geht. Nächstes Ziel unserer Reise ist Khao Lak, etwa 60 Kilometer nördlich von Phuket. Der zweite Weihnachtstag 2004. Wie andere Strände wird auch der Biang Niang-Strand von den Tsunamiwellen verwüstet. 4.500 Menschen sterben bei Khao Lak. Der Strand heute. An den Tsunami erinnert fast nichts mehr. Mit internationalen Spendengeldern wurden die Hotels wieder aufgebaut. Direkt am Strand. Gegen den Rat von Experten. Wie vor 2004 ist Khao Lak heute wieder Ferienidylle pur. Es sind vor allem Deutsche, die kommen. Zwei Kilometer landeinwärts finden wir dieses Schiff. Das Polizeiboot 813. Der Tsunami hatte das tonnenschwere Boot ins Hinterland getrieben. Ein Mahnmal für die Zerstörungskraft des Meeres. Gemeinsam mit dem Meeresbiologen Robert Hofrichter fahren wir weiter in Richtung Norden, zur Insel Koh Rang. Die Echo Lodge, die wir dort besuchen, ist Forschungszentrum und Hotel zugleich. Auf Luxus muss man hier allerdings verzichten. Der Biologe Kim Obermeier hat hier ein Tourismuskonzept verwirklicht, das Vorbild sein könnte für viele Orte in Thailand. Die Eindrücke vom Alltag im nahegelegenen Dorf, die der Besucher hier bekommt, sind echt. Im Gegenzug profitieren die Dorfbewohner unmittelbar von den Touristen. Als wir hier mit der Koh Ra Eco Lodge anfingen, sagt Kim Obermeier, fragten wir die Leute, ob sie überhaupt was mit Touristen zu tun haben wollen. Sie sagten ja. Dann fragten wir sie, was sie für ihr Dorf brauchen.
Sie hatten Probleme mit dem Trinkwasser in der Trockenzeit. Jetzt bringen wir Touristen hierher, die für den Besuch bezahlen. Das Geld fließt in einen Fonds. Und im letzten Jahr haben wir mit dem Geld Baumaterial gekauft und zusammen mit den Einheimischen einen neuen Brunnen gebohrt. Den haben sie jetzt. Und das ist gut für das Dorf. Mit den Wissenschaftlern der Echo Lodge fahren wir am nächsten Morgen zu den Korallenriffen vor den Surin-Inseln. Gleich zu Beginn unseres Tauchganges sehen wir diesen riesigen Stachelrochen und seltene Meeresschildkröten. Die Korallenriffe vor den Surin-Inseln liegen rund 60 Kilometer vom Festland entfernt. Seit 1981 sind sie ein besonders geschützter Nationalpark. Nur 6 Monate im Jahr darf hier getaucht werden und die Anzahl der Taucher ist begrenzt. Auf den Inseln gibt es keine größeren Touristenhotels. Kein Abwasser wird ins Meer geleitet. Auch das Fischen mit Schleppnetzen ist verboten. Sogar die gigantischen Walhaie findet man hier. Die tonnenschweren Tiere können bis zu 12 Meter lang werden. Thailands Küsten brauchen dringend Schutz vor dem nächsten Tsunami. Gesunde Korallenriffe wie im Nationalpark der Surin-Inseln sind wichtig. Aber auch diese Pflanzen, die wir am Ufer der Insel Koh Ra finden. Mangroven. Fast 70 Arten gibt es. Mit ihren langen Wurzeln siedeln sie im Salzwasser, befestigen das Ufer. Doch auf Koh Ra und an anderen Küsten Thailands werden die so wichtigen Mangroven zunehmend abgeholzt. Aus wirtschaftlichen Gründen. In den letzten Jahrzehnten war es hauptsächlich die Garnelenzucht. Man hat so Räume geschaffen für große Becken. Allerdings ist es eine Bewirtschaftungsform, die nicht nachhaltig ist. Weil diese Becken sind nach 5, 6, 7 Jahren nicht mehr nutzbar, da total vergiftet mit Chemikalien, mit Antibiotika. Und so rodet man immer wieder weitere Mangrovenstücke, um neue Garnelenfarmen anzulegen. Gerade in einem Land wie Thailand weiß man seit dem Tsunami, welche enorme Bedeutung Mangroven haben. Das ist der beste Küstenschutz, den es überhaupt geben kann. Doch aus diesen Erfahrungen hat man nur wenig gelernt in Thailand. So unser Eindruck. Wir fahren 300 Kilometer weiter zur letzten Station unserer Reise. Zur Insel Koh Tao im Golf von Thailand. Der Name Koh Tao heißt übersetzt Schildkröteninsel. Früher war die Insel berühmt für die vielen Meeresschildkröten, die es vor den Steilküsten gab. Heute sind sie fast ausgerottet. Denn die idyllischen Sandstrände sind längst schon zum Ziel von Hunderttausenden Touristen geworden, die Jahr für Jahr kommen. Komfortable Schnellfähren haben die Insel leicht erreichbar gemacht. Vor allem Taucher kommen nach Koh Tao. Auf der gerade mal 20 Quadratkilometer großen Insel ist eine ganze Tauchindustrie entstanden. Mit 40 Tauchschulen und unzähligen Restaurants und Bars. Auch wenn die großen Hotelbunker fehlen, Koh Tao ist heute eines der Touristenzentren Thailands. Die Kehrseite finden wir hinter den Strandbungalows. Giftiger Müll wie die Ölreste in diesem Plastikkanister landet auf wilden Deponien.
Eine geregelte Müllbeseitigung gibt es nicht auf der Insel. Und so wachsen überall im Hinterland die Müllberge. Bilder, die die Touristen auf Koh Tao möglichst nicht sehen sollen. Jährlich hunderttausende Touristen, doch auf Koh Tao gibt es keine einzige Kläranlage. Noch immer fließen die Abwässer direkt ins Meer und schädigen dort die Korallenriffe. Hier ist es tatsächlich vielleicht noch schlimmer als auf Phuket, weil es hier so gut wie gar keine Maßnahmen gibt, um diese Abwässer zu entsorgen, so dass sie die Umwelt nicht schädigen. Das bedeutet, es gibt sehr viele Sickergruben, aber es gibt auch direkte Einleitungen von Abwässern ins Meer. Und viele Tauchbasen beklagen auch diese Umweltschäden und beobachten, wie sich das von Jahr zu Jahr verschlechtert. Abwässer und Müll auf Koh Tao. Jeden Monat sammeln Mitarbeiter und Gäste der Tauchschulen auf der Insel wenigstens den Abfall ein, den Touristen in unmittelbarer Ufernähe ins Meer geworfen haben. Das wirkt hilflos angesichts der Müllberge auf der Insel. Die Bierflaschen auf dem Meeresgrund sieht man, aber die wesentlich gefährlicheren Abfälle, die Sickerwässer aus den Deponien, die Abwässer aus den Hotels gefährden die Umwelt noch mehr. Müll im Korallenriff. Schuld daran sind auch die Tauchschulen selbst, wissen die Tauchlehrer. Leider Gottes, viele Tauchboote werfen halt ihre Sachen einfach aus dem vom Boot runter ins Wasser. Das ist einer der Gründe, und halt die Leute unachtsam sind und halt der Meinung sind, im Meer kann man alles versenken, dann sieht man es ja nicht. Was kann man dagegen tun? Strengere Reglementierung? Ich denke, nicht unbedingt. Ich glaube, es ist besser, wenn man solche Tage wie heute macht, wo man halt den Touristen auch die Möglichkeit gibt, umsonst zu tauchen und diesen Cleanup mitzumachen. Wir haben sonst bis zu 200 Leute jeden Monat, die da mitmachen. Dieses Mal waren es nicht so viele, 90 insgesamt. Bei unserem Boot waren es 4 Taucher. Und ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man die Leute freiwillig dazu bringt, dass sie halt helfen, da unten aufzuräumen und damit auch sehen, was da unten im Leben halt alles passiert. Gesunde Korallenriffe findet man heute nur noch an wenigen Küstenabschnitten Thailands. Müll, Abwässer, der Fischfang und der ausufernde Tourismus zerstören zunehmend diese natürlichen Wellenbrecher.